Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir bauen heute wieder ein bisschen und ich habe mir übrigens überlegt, ob ich vielleicht, wenn dieses Bauprojekt hier vorbei ist, das Bauen erstmal ein bisschen sein lasse. Denn ich möchte gerne in der Familiengeschichte ein bisschen weiterkommen. Ich möchte ja jetzt die Alterung gerne auch aktivieren. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich danach direkt das nächste Bauprojekt starte. Das ist schade, man müsste auch auf einer Seite das verlängern können. Ich würde es hier gerne verlängern. Was sieht dann auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen mischuger aus. Oh, jetzt habe ich hier... Ich habe das Fenster gedreht. Kann das sein? Ja, kann sein. So, dann machen wir das jetzt so. Deswegen muss ich mal noch schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, es waren einige, die geschrieben haben, ob ich nicht den PC und das Sofa vertauschen könnte mit dem Fernseher. Sofa, Fernseher und PC, so. Und das ist eine gute Idee, denn dann kann ich hier das ein bisschen länger bauen und habe hier hinten auch ein bisschen mehr Luft. Es ist sogar eine ausgezeichnete Idee. So, dann können wir nämlich hier... So, da war ich direkt erstmal falsch. Dann können wir nämlich hier Komfort, das Dreier-Sofa. Das kostet 425 und das hier kostet 290. Ja, es ist doch schon ein ganzes Stückchen günstiger. Ich würde immer noch gerne eine andere Farbe nehmen. Ich will eigentlich nicht so ein... Ja, das ist so trostlos. Aber das Rote passt ja eigentlich eher nicht so gut rein, oder? Obwohl, das kann man schon auch nehmen hier zu den gelben Wänden. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wisst ihr was, wir bleiben mal bei dem Roten. Das sieht dann irgendwie gefälliger aus. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht hier die Tische und Stühle hier reinstellen kann. Wir hätten das rein theoretisch hier hinten hinstellen können. Wir gucken mal, wie das aussieht. Wenn ich das hier jetzt hier hinstelle und noch einen weiteren Stuhl da dran stelle... und dann hier ein bisschen mehr Luft habe für diesen Mülleimer zum Beispiel. Wo würden wir dann den Schreibtisch hinstellen? Wir könnten den Schreibtisch, könnten wir zum Beispiel hier hinstellen. Es ist zwar da hinten ein bisschen enger, aber das sollte rein theoretisch noch funktionieren. Und dann könnten wir das Bücherregal zum Beispiel hier hinhängen. Oder hier hinten in die Ecke. Da neben dem Fernseher wäre vielleicht auch eine Idee. Also wir könnten es zum Beispiel auch so einteilen. Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Wie viel kostet eigentlich der Stuhl? Der kostet 30. Wie viel kostet so ein Stuhl? 50, okay. Ja, dann würde ich das nämlich erstmal hier so machen, von der Einteilung her. Ich glaube, so sind wir dann vielleicht ein bisschen besser bedient. Und ich hoffe... dass unsere Sims dann nicht hier hinten irgendwie... Wir könnten auch den Stuhl wegnehmen und den dann hier direkt an die Wand stellen. Es reichen ja im Endeffekt erstmal drei Stühle. Für was wärt ihr denn? Mit dem vierten Stuhl oder ohne den vierten Stuhl? Ich mache das jetzt erstmal ohne. In die Küche würde ich jetzt gerade trotzdem erstmal nichts mehr anderes stellen. Momentan erstmal nicht, nee. Gut, ja... Ich hatte gesagt, wir könnten dann jetzt mit der Deko anfangen, rein theoretisch. Und ja, hier kommt natürlich auch noch, das bleibt nicht so steril, das Kinderzimmer. Ins Badezimmer würde ich erstmal keine großartige Deko machen. Küche brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt was hin. Hier vielleicht ein günstiges Bild drüber, irgendwas ganz günstiges. Ich filter jetzt erstmal nach dem Basisspiel wieder. Dass ich hier nichts reinhänge, was ich eigentlich gar nicht hätte zur Auswahl. Muss ich jetzt nur auch schauen, dass ich kein CC reinnehme, aber das kriegen wir schon hin. So, das hier wäre ein ganz schlichtes. Das kostet wie viel? 50. Wie viel haben wir denn noch über? Na, nicht mehr so sehr viel, aber gut. Was hätten wir? Was ist das denn für ein Bild? Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich mir das runtergeladen habe, aber es ist cool. Wo haben wir denn mal ein paar? Das hier ist auch, das ist so der Primelweg. Das ist so das typische Bild, was man hier sich hier so aufhängen kann. Das ist eigentlich ganz schön. Ist aber schon wieder relativ teuer. Von daher müssen wir mal gucken. Wir haben doch irgendwo, haben wir doch diesen Kalender.
Die Pinnwand würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Hey, das ist der Kinderkalender. Aber den suchte ich nicht. Der Kinderkalender kommt hier vielleicht ein bisschen... Das ist die Pinnwand, die ist aber auch, ja, recht teuer. Die ist viel schöner, finde ich, auch noch dazu. Und ist noch mal teurer, das lassen wir besser. Wir haben noch irgendwo... Haben wir doch auch einen stinknormalen Kalender gehabt. Der nicht für Kinder war. So ein allgemeinerer. Wo war der denn nochmal? Den hatte ich zuletzt immer gefunden, als ich den Kinderkalender gesucht habe. Und jetzt ist es andersrum und ich... Na gut. Es ist wieder so typisch, ich... Typisch. Was ist das hier eigentlich? Kinderpostererziehung zum Leser. Interessant. Ja, wo ist er denn? Ha. Wir könnten auch sowas hier noch drüber hängen. Das ist auch... Die sind cool, die Poster. Wie viel kostet das hier? 200. Das kostet auch 200. Boah, das ist teuer. Trotzdem ist das hier ein sehr cooles Bild. Das gefällt mir. Warum habe ich das noch nie irgendwo aufgehangen? So, aber wir sollten uns vielleicht erstmal noch mit den Sachen beschäftigen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel über, die man auch wirklich sieht. Hier zum Beispiel irgendwie sowas, was Kinderspielzeugmäßiges. Was können wir nehmen? Ich glaube, hier muss ich wirklich Kinder und dann Kinderdeko. Damit wir da was finden, wo ich zufrieden bin mit. Wir könnten das hier, ich finde das so cool, diese Einhorn. Das wollte ich sagen. Ah, wir haben doch hier auch Sachen, die ich hier draufsetzen kann. Das Hoppelhäschen. Echt, das war im Grundspiel? Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt hier draufstellen wollen. Der Dino ist zu groß dafür. Es gab doch auch irgendwas, was man hier... Es gab doch auch, meine ich, einen Teddy, den man da draufsetzen konnte, oder? Anscheinend nicht. Aber den können wir da draufsetzen, den kleinen süßen Marienkäfer. Der ist doch knuffig. Haben wir vielleicht noch irgendwas? Wir könnten tatsächlich vielleicht das hier noch da draufstellen. Er sieht schon ein bisschen kinderzimmermäßiger aus, oder? Das Angstlicht hatten wir, oder? Nee, das Angstlicht hatten wir noch nicht. Hehe. Gut, dass ich dann nochmal dran gedacht habe. Beleuchtung. Das hängen wir dahin. Obala. Und Kinder, Deko. Ja, die ganzen Sachen, die ich gerne hätte, die sind fast alle aus Kinderzimmer-Accessoires. Das könnte man noch dahin hängen. So, jetzt sieht es doch schon kinderzimmermäßiger aus. wie viel haben wir jetzt noch über? Es geht, es geht. So, ich habe noch nirgendwo Blümchen. Das geht so, das wiederum geht gar nicht. Jetzt muss ich nur mal schauen. Die hier kostet zum Beispiel 60. Die würde preislich eigentlich ganz gut gehen. Die würde ich vielleicht... So, die können wir ruhig ein bisschen größer machen. Dann wirkt weniger Simoleons, wirken trotzdem mehr. Nach mehr. So, jetzt haben wir die da schon mal stehen. Wenn ihr übrigens Fabi im Hintergrund hört, Fabi streamt gerade. Die kostet 55, die könnten wir da noch hinstellen. Haben wir noch irgendwas, wollen wir uns hier noch einen Teppich reinlegen? Da gibt es doch bestimmt auch was Günstiges, was man nehmen könnte. Hier so eine Fußmatte wäre auch noch eine Idee. Aber auch so ein richtiger Teppich wäre auch noch ganz cool eigentlich. Aber ich glaube, ich kann hier auch einen Teppich gar nicht so schön reinlegen, wenn ich den jetzt hier irgendwie hinlege. Sieht das was aus? Vielleicht sollte ich tatsächlich hier eher so eine Fußmatte hinlegen. Ich glaube, das kommt wirklich dann besser. So, aber eine gelbe Fußmatte ist blöd. Da sieht man den Dreck sofort drauf. Okay, die hier ist auch hell. Gab es die nicht auch in so einem dunkleren Rot? Oder? Das hier ist eigentlich, das ist zu knallig. Das beißt sich auch mit dem anderen. Wie sieht das dann aus, wenn wir die in diesem dunkleren Rot reinlegen?
Finde ich gar nicht mal schlecht. Finde ich gar nicht mal schlecht, ja. Doch, doch, gefällt mir. Dann haben wir nämlich jetzt eigentlich schon recht viel hier zusammen. Ich finde, hier könnten wir vielleicht auch noch was Dekomäßiges hinhängen. Das hier mag ich immer ganz gerne. Wie teuer ist das? 285? Really? Warum ist das so teuer? Das ist ja Wucher. Aber wir haben hier tatsächlich auch kaum wirklich schöne. Das ist schon sehr modern. 435, boah. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich würde hier gar nicht mehr viel was machen. Ich habe noch eine Idee, was wir da draufstellen könnten. Das müssten wir, glaube ich, bei Beleuchtung finden. Das ist auch aus dem Grundspiel. Ist es nicht aus dem Grundspiel? Warte mal. Basisspiel. Es ist tatsächlich nicht aus dem Grundspiel. Das ist tatsächlich von Dingenskirchen hier. Outdoor. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja gut, dann gucke ich gerade noch mal kurz. Ich hätte da gerne noch eine Lampe drauf. Die hier kostet 80. Die ist farblich, aber nicht unbedingt passend hier drin. Vom Stil her ja, farblich nein. Die hier ist mir ein bisschen zu. Wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendein Blümchen nebenstellen oder so. Dass die noch ein bisschen was zu gucken haben hier, dass das nicht so ganz trostlos aussieht. Hier gefällt mir die Vase nicht so gut. Aber ganz nur weiß. Die Vase gibt es nicht in weiß. Das Gestrüpp hier, das wäre auch modern. 180 wollen die dafür haben. Meine Güte. Die nehmen es aber echt von den Lebenden. Wahnsinn hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Warum wollt ihr denn dafür so viel? Mensch, Leute. Das kostet 600. Das wird sich hier total gut machen. Okay, wir hätten es rein theoretisch noch über. Ja, aber wir müssen es ja nun nicht übertreiben hier. Das kostet 160, komm, das machen wir. Das ist so eine schöne Mischung. Ich mag das ganz gerne, wenn man in so einen modernen Raum so was eher Rustikales nimmt, wie so Sonnenblümchen. Ja, und dann haben wir doch jetzt eigentlich ein ganz cooles Haus zusammen. Aber ich möchte hier trotzdem ganz gerne noch irgendwie was hinhaben. Eine Garderobe will ich hier nicht hinhaben. Das ist so. Das ist mir persönlich zu schlicht. Was könnten wir denn da mal noch hinhängen? Was ist das denn? Eine Taktikkarte? Jo, die hängen wir da hin. Nee. Mm-mm. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Da muss ich doch gerade noch mal bei den Bildern gucken. Was haben wir denn hier noch so für Möglichkeiten? Die Bilder kann ich auch größer machen. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das geht. Das ist hübsch. Aber die gefallen mir vom Format nicht. Nee, auch eher weniger. Damit dieses Landschaftsbild hier noch. Weiß ich jetzt, ist aber auch jetzt nicht so toll. Nicht so sehr passend. Es ist eine Maus, okay. Nein, auch nicht. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier was zu finden. Das hier finde ich cool. Das hier ist auch gar nicht so übel. Wobei das hier fast ein bisschen trostlos aussieht. Huch, jo. Tjo, tjo, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, mit der Deko auszukommen. Gut, ich bin natürlich auch ein Mensch, ich dekoriere wirklich sehr viel. Ich habe da wirklich einen Narren dran gefressen. Also das hier wäre süß, mit den Schmetterlingen, das fände ich ganz cool hier drin. Oder das hier ein bisschen größer.
Ein bisschen größer. Ich glaube, ich finde sogar das hier gut, weil das ergänzt sich mit dem Grün, ergänzt sich das wiederum mit dem Schlafzimmer. Ja, dann würde ich aber sagen, sind wir fertig hiermit. Wir sind bei 19.783. Vielleicht können wir außen noch irgendwie ein ganz kleines bisschen was hinsetzen. Was haben wir denn da vielleicht noch so an Sträuchern? Boah, 40? Ernsthaft? So teuer? Oi. Wie teuer ist das hier? 55? Und wenn ich das hier... Vielleicht hier so ein bisschen schräg um die Ecke drumherum. Dass das hier nicht ganz so trostlos aussieht, der Garten. Der Vorgarten. So, ich mach das hier gerade nochmal hoch. Ja, haben wir nicht noch irgendwie so ein paar Blümchen oder sowas? Ja, Blümchen sind hier generell. Ist ein bisschen schwer bei dieser Art Haus. So, den Farn. Aber jetzt wird's dann auch schon eng. Machen wir das noch dahin, dann haben wir doch ein ganz hübsches Starterhäuschen. Was uns jetzt noch fehlt, das sind die einzigen Sachen, die noch fehlen und ich meine, die sind kostenlos. Das sind der große Mülleimer für draußen, der nicht kostenlos ist, juhu. Der Briefkasten ist aber kostenlos. Immerhin etwas. Nehmen wir den hier. Ja, wir brauchen noch einen Mülleimer. Jetzt sind wir zu teuer. 178 zu teuer. Wo können wir was einsparen? Wo können wir was einsparen? Wo? Wie viel bringt die Blume? 55, nicht viel. Es bringt 75. Die Blume da hinten würde, die Lampe da hinten würde auch nicht viel was bringen. Wenn wir die hier verkaufen, wie viel sparen wir da? 50. Blume würde ich da schon ganz gerne draufstehen lassen. Die kostet 160. Lass mal die Lampe da. Die Blume wird verkauft. Jetzt sind wir nur noch 18 davon entfernt. 18. Wollen wir noch irgendwo ein Fenster einsparen vielleicht? Da zum Beispiel, dann hätten wir es. Das müsste eigentlich auch passen, oder? Mach mal das so. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, ohne zu große Einsparungen machen zu müssen an der Deko. Haben wir jetzt hier unser kleines Starterhäuschen. Es umfasst draußen natürlich Mülleimer und Briefkasten. Wir haben hier in der Küche, haben wir das sogar mit Herd und einer Spüle. Wir haben Platz für drei Sims, die hier auch wohnen können. Wir haben ein kleines Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Wir haben einen PC, den finde ich sehr, sehr wichtig. Den finde ich tatsächlich unumgänglich bei Sims und auch im normalen Leben. Wir haben hier ein Kinderzimmer mit noch relativ schlichter Deko, aber immerhin ein bisschen Deko. Ein schlichtes Erwachsenenzimmer und eine Fernsehecke mit einem relativ schäbigen Tisch. Und einem kleinen Fernseher. Ich will mal gerade noch gucken, was wir bei den Kaffeetischen haben. Da haben wir doch vielleicht noch irgendwie was Schöneres zur Auswahl. Wie sähe der denn aus? Der kostet wie viel? 80. Und der hier? 150. Guck mal hier, da können wir sogar noch was sparen. Und es sieht schöner aus, finde ich. Ja, und schon haben wir noch ein bisschen mehr über. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen was für unsere Sims, dass sie sich was zu essen kaufen können. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir noch was gespart haben. Ja. So sieht unser Starterhäuschen aus. Errichtet auf einem 20x15 Grundstück. Ich empfehle euch, wenn ihr das platziert, dass ihr den bb.moveObjects-Cheat anmacht. Das heißt, ihr geht auf Steuerung, Shift und C. Dann öffnet sich hier oben diese Zeile. Dann gebt ihr bb.move, also M-O-V-E-O-B-J-E-C-T-S ein. Ups, Leerzeile und dann on. So. Dann geht ihr auf Enter, dann steht hier Move Objects Cheat is on. Das könnt ihr auch in der Nachbarschaft machen, denn ansonsten kann es sein, dass eventuell Sachen verschoben werden. So.
Ich finde den Namen hier überhaupt nicht passend. Wie nennen wir das denn mal? Einfaches. Oder es ist ein modernes Starterhaus. Ein Häuschen ist es nicht. Es ist schon was Größeres. Das moderne Starterhaus. So, Wohngrundstück. Das speichere ich mir jetzt hier mal ab. Es ist nicht modifiziert. Es hat 2 Schlafzimmer. Es hat 1 Badezimmer. So, das speichere ich mir jetzt hier so in der speichere ich mir so in meiner Bibliothek ab. Lade das auch direkt hoch. Dafür muss ich jetzt verbinden. Ich hoffe, ich werde nicht angeschrieben. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem, weil wäre nämlich die komplette Aufnahme im Eimer. Und dann lade ich das nämlich jetzt gleich auch direkt hoch. Und ihr könnt euch das runterladen. Aber irgendwie verbindet er jetzt nicht. Das ist doof. Das ist ja echt blöde. Gut, dann mache ich das mit dem Hochladen noch im Off. Ja, war meine Stimme weg. Dann mache ich das mit dem Hochladen noch im Off. Ihr könnt euch das dann runterladen über die Origin ID KD288. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Starterhäuschen mit rein komplett Basisobjekten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt davon haltet. Und morgen sehen wir uns dann in der Familie wieder. Tschüss!